Ich begrüße euch beim Germanistikum. Mein Name ist Jan Philipp. Wenn euch mein Video gefällt, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Gerne dürft ihr die Videos auch teilen über YouTube oder Instagram. Möchtet ihr einmal persönlich mit mir eine Stunde haben, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an germanistikum@gmail.com. Heute schauen wir uns das Thema Nominalisierung von Verben an. Nominalisierung von Verben bedeutet, ich mache aus einem Verb ein Nomen. Ich zeige euch jetzt einen ganz einfachen Weg, wie ihr aus fast jedem Verb ein Nomen machen könnt. Wir schauen uns hierzu das Verb gehen an. Um das Verb gehen zu nominalisieren, müssen wir nur zwei kleine Schritte gehen. Das erste ist, wir brauchen einen Artikel. Und da nehmen wir immer das. Als zweites nehmen wir den Infinitiv und schreiben das Ganze groß. Und somit haben wir aus dem Verb gehen ein Nomen gemacht, das gehen. Halten wir kurz fest, um aus einem Verb ein Nomen zu machen, nehmen wir den Artikel das und schreiben dahinter den Infinitiv groß. Schauen uns noch zwei Beispiele an. Unser Verb heißt singen. Singen ist auch der Infinitiv. Um daraus ein Nomen zu machen, brauchen wir den Artikel das und wir nehmen den Infinitiv und schreiben ihn groß. Das Singen. Nominalisieren wir noch einmal das Verb tanzen. Um daraus einen Nomen zu machen, brauchen wir den Artikel das und schreiben den Infinitiv dahinter groß. Somit haben wir das Tanzen als Nomen. Wie sieht das Ganze in einem Satz aus? Wir haben hier, ich liebe es zu singen. Es sind zwei Sätze. Ich liebe es ist unser Hauptsatz. Zu singen ist unser Nebensatz. Und wir sprechen in diesem Fall von einer Verbalform, weil wir zwei Verben haben. Das erste Verb, Liebe im Hauptsatz, das zweite Verb, Singen im Nebensatz. Das ist eine Verbalform. Um aus der Verbalform eine Nominalform zu machen, schauen wir uns den Nebensatz einmal an. Der Nebensatz lautet zu singen. Wir nominalisieren das Verb, singen, das Singen. Also lautet unsere Nominalform, ich liebe das Singen. Halten wir einmal kurz fest. Die Verbalform besteht in der Regel aus einem Hauptsatz und einem Nebensatz. Und die Nominalform ist in der Regel nur ein Hauptsatz. Machen wir ein letztes Beispiel. Es ist schön zu tanzen. Wir haben wieder zwei Sätze. Der erste Satz, es ist schön. Unser Subjekt ist es. Unser Verb ist. Wenn das Verb auf 2 steht, ist es ein Hauptsatz. Zu tanzen. Wir haben kein Subjekt. Zu plus Infinitivsatz, unser Verb ist tanzen, steht am Ende, also haben wir hier einen Nebensatz. Wir haben gesagt, Verbalform besteht aus Hauptsatz, Nebensatz, Nominalform nur aus einem Hauptsatz. Also nehmen wir das Verb aus dem Nebensatz, tanzen, machen daraus die Nominalform, das Tanzen, und bauen das in unseren Hauptsatz ein. Und somit lautet unsere Nominalform, das Tanzen ist schön. Das Subjekt ist das Tanzen, das Verb bleibt ist. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man aus einem Verb einen Nomen bildet und was der Unterschied zwischen einer Verbal- und einer Nominalform ist. Jetzt bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit.